und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Cities XL muss leider momentan raus, abweichen, ausfallen. Deswegen habe ich mir was überlegt und habe überlegt, was kann ich denn da stattdessen raushauen und habe da was gefunden, nämlich Dead Space 3. Das habe ich schon lange auf der Platte liegen und habe es noch nie gespielt. Oder halt damals angezockt, als es rauskam, aber nie richtig Let's Played. Egal. Und deswegen starten wir mal eine Solo-Kampagne rein. Und spielen natürlich auch normal. Und damit geht's dann rein in Dead Space 3. Alles begann vor 300 Jahren mit der Entdeckung eines Alien-Artefakts. Unter dem alten Golf von Mexiko fand man den schwarzen Marker. Er schien unbegrenzte Energie zu versprechen. Bis er Demenz, Wahnsinn und ein monströses Leben nach dem Tod namens Necromorphs hervorbrachte. Was genau beim Desaster um den originalen schwarzen Marker geschah, wurde vertuscht und verschleiert. Zu spät jedoch, um die Gründung einer ganzen Religion im Namen Michael Altmans, eines seiner Erforscher, zu verhindern. Sein fragwürdiger Tod machte ihn zu einem Märtyrer und Unitology war geboren. Bis heute gedeiht diese geheimnisvolle Organisation, die die Marker für göttlich hält und für uns alle eine glorreiche Vereinigung von Geist, Körper und Verstand erstrebt. Generationen nach dem Desaster um den schwarzen Marker sah die Menschheit sich aufgrund schwindender Ressourcen mit ihrem eigenen Aussterben konfrontiert. Verzweifelt versuchte man, den schwarzen Marker zu reproduzieren, um seine unbegrenzten Energien nutzbar zu machen. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind missverständlich. Doch wissen wir heute, dass die Reproduktion erfolgreich und ihr Preis zu hoch war. Alle Markerkopien wurden an geheimen Orten im ganzen Universum vergraben, wo sie zu unser allerbesten hätten bleiben müssen. Doch stieß das Abbauschiff USG Ishimura während einer illegalen Abbauoperation auf Aegis 7 200 Jahre später auf eine der vergessenen Kopien, einen roten Marker, und leitete damit eine neue Welle der Markerinfektionen ein. Eine überlebende Schlüsselperson dieses Vorfalls war ein Ingenieur namens Isaac Clark. Der Marker sprach zu ihm und hinterließ ihm ein Geschenk, einen mentalen Plan des Markers. Isaac wurde von EarthGov gefangen genommen und gefoltert, sein Verstand nach den Geheimnissen des Markers durchforstet. Das Markerprogramm wurde alsdann wiederbelebt und man baute einen neuen auf der beliebten Titan Sprawl. Doch das Desaster ließ nicht lange auf sich warten. Isaac konnte fliehen, wenn auch nur um Haaresbreite. Von der Sprawl blieb nur Staub übrig, genau wie von Aegis 7 zuvor. Seit dieser Zeit hat sich die Markerkrise nur noch weiter verdichtet. Und Isaac Clark, dessen vom Marker berührter Verstand mit dem Wissen brannte, wie man den Marker nachbilden und auch zerstören kann, hielt sich im Verborgenen, fest entschlossen, sich von den Markern und all ihren Erzeugnissen fernzuhalten. Aber es gibt noch Hoffnung. Ein Eisplanet, auf dem jemand es vor 200 Jahren irgendwie schaffte, die Erhebung eines Markers aufzuhalten. Ein Fingerzeig aus der Vergangenheit, der unsere Zukunft retten könnte. Electronic Arts präsentiert eine Visceral Games Produktion. Dead Space 3. Niner, Gear Whiskey 250. Alpha Niner, Gear Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Im
Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Nur dorthin, schnell, hören Sie! Wir müssen dorthin, oder haben wir uns verloren? Du schaffst das. Er zählt auf dich. Du bist doch Soldat, oder? Richtig. Die Waffe ist nicht mehr geladen. Wir können nur rennen. Das bedeutet. Ich hab's gefunden. Gut. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Das war mal ein Flugzeug, so wie es aussieht. Drücken, um Leiche um den Container zu drehen. Ja, endlich. Munition. Einem Zylinder von etwa einem halben Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Naja, sehen ist. Nur ganz kurz gucken, ob hier unten noch irgendwas ist. Hier muss ich auch runter, oder? Ne, hier ging es nicht runter. Aber hier geht's hin. Ich hab ihn! Okay. Doc, ich hab ihn! Oh. Oh. Oh.
Ich hänge an einer Felswand. Aber ich habe, was immer das ist. Der Codex. Er ist der Schlüssel, um alles zu retten. Kommen Sie zum Dino und halten Sie keine Schritte an. Autsch, das hat nicht mehr getan. Zu Hause? Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Wo ist Dr. Serrano? Earl Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom, Ihren Dad? Ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Aua.